Jo, meine Sparköpfe, willkommen zu einem neuen Video und diesmal vlogge ich aus London. Wie ich gesagt habe, bin ich ja hier auf einem viertägigen Seminar und in diesem Video geht es hauptsächlich darum, wie ich es geschafft habe, innerhalb dieser 4 Tage mindestens 100 Euro zu sparen. Kurz vorab, dieses Seminar findet hier in einem Hotel statt am Flughafen direkt und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, nicht irgendwie Airbnb zu machen, was natürlich noch eine richtig coole Möglichkeit gewesen wäre, noch mehr Geld zu sparen. Jedoch wollte ich mir die ganze Scheiße, die ganze Fahrerei hier sparen. Hatte auch keine Lust, dann immer die Zeit, den Fahrtweg und so weiter. Seminar beginnt ja auch früh morgens und dann hier noch irgendwie groß rumfahren. Darauf hatte ich keine Lust. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, direkt im Hotel hier ein Zimmer zu holen. Das war jetzt vielleicht nicht die allergünstigste Variante, aber wie gesagt, aus Zeitkostenersparnis und Bequemlichkeit auch ein bisschen habe ich das mal gemacht. Aber ich habe zum Beispiel in diesem Hotel kein Frühstück gebucht, weil mir das echt teuer vorkam. Es waren 15 oder 20 Euro pro Nacht noch oben drauf fürs Frühstück. Das war mir etwas zu viel. Dann habe ich überlegt, Scheiße, was machst du denn? Weil hier essen gehen am Flughafen, das ist bestimmt auch auf die Dauer ganz schön teuer. Und somit habe ich überlegt, okay, was kann ich machen? Und ich habe einfach erstmal jetzt recherchiert dann im Internet, was könnte ich dann alles an Lebensmitteln mit ins Flugzeug mitnehmen? Und dabei bin ich darauf gestoßen, dass man alles mitnehmen kann ins Handgepäck. Ich bin ja nur mit Handgepäck geflogen. Was feste Lebensmittel sind und nicht tierischer Herkunft. Grob gesagt. Also nagelt mich da jetzt nicht fest, im Zweifel lieber selbst nochmal nachgucken. Aber also so Sachen wie Käse, Milchprodukte und sowas, sowas darf man alles nicht mitnehmen, beziehungsweise nur in begrenzten Mengen, diese 100 Milliliter und so weiter. Aber was unbegrenzt geht, sind feste Lebensmittel. Und was sind feste Lebensmittel? Und dazu kommen wir jetzt. Und genau damit habe ich nämlich auch jetzt schon Geld gespart. Wie gesagt, kein Frühstück, kein Mittag, kein Abend sozusagen. Ich habe Folgendes gemacht. Erstmal habe ich mir meinen Shaker eingepackt, denn ich habe mir einfach mal einen Beutel Eiweißpulver mitgenommen. Ja, von zu Hause einfach so, zack, ins Handgepäck. Ging auch klar. Ich wurde zwar auf Drogen kontrolliert am Flughafen. Ich glaube, das lag aber generell an Kontrollen. Jeder junge Mann wurde irgendwie da auf Drogen kontrolliert. Ja, und was habe ich noch gemacht, damit ich nämlich frühstücken kann auch? Habe mir einen Löffel mitgenommen und eben einfach ein kleines Plastikschälchen, ganz normal, und habe mir dann einen Beutel Müsli gekauft und mir den mitgenommen. Ja, darf man auch mitnehmen, unbegrenzt, kein Problem. Dann habe ich mir noch für ein paar Vitamine ein paar Äpfel mitgenommen. Ja, sind jetzt auch schon ein bisschen weniger, habe schon 3 davon gegessen, also 6 hatte ich an der Zahl. Und habe ich mir noch mitgenommen Nüsse. Ne? Gesunde Fettsäuren machen lange satt, geben lange Energie. Und was hat mich der ganze Einkauf gekostet? 10 Euro. Bis dahin komme ich sehr gut aus. Das ist natürlich eine ziemlich spärliche Ernährung. Ich esse das Ganze zum Frühstück, zum Mittag und zum Abend, je nachdem wie Zeit ist und so weiter. Ist das schön? Nee, ist nicht so schön. Aber immer noch besser als hier, weiß ich, wie viel Geld zu lassen für Essen und Trinken. Hab mal hier in die Karte geguckt vom Hotel. Ich hätte mich hier dumm und dämlich bezahlt. Mindestens 120 Euro hier innerhalb der 4 Tage gezahlt. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich mit meinen Vorräten über die ganze Zeit komme. Oder ob ich mal irgendwann doch noch was essen muss, da werde ich auf jeden Fall noch ein kleines Update machen. Aber ihr seht, indem ich einfach wieder vorher kreativ war und mich informiert habe, okay, was sind denn jetzt nun meine Möglichkeiten, habe ich einen Weg gefunden, um Geld zu sparen, indem ich einfach mir die Lebensmittel mitgenommen habe, die erlaubt sind. Und natürlich schränke ich mich jetzt hier für 4 Tage vielleicht ein bisschen ein, ernährungstechnisch. Aber mein Gott, es sind ja nur 4 Tage. Dann bin ich wieder zu Hause und dann kann ich auch wieder normal essen. Jetzt für die 4 Tage ist das vollkommen okay. Und ja, falls ihr euch noch fragt, Getränke. Zum Glück gibt es da einen Wasserspender, da schlauche ich immer schön. Hab mir eine Flasche gekauft und die befülle ich jetzt immer. Ja, bisher
kaum hier Geld ausgegeben, nur für den Transfer zum Hotel musste ich ein bisschen was blechen, auch wieder zurück. Und somit wird es eine, zumindest was den Aufenthalt hier angeht, eine günstige Reise, weil das Seminar war mal wieder nicht so günstig. Und deswegen war es mir auch dann wichtig, hier jetzt nicht nochmal so viel Geld zu lassen für 4 Tage nur fürs Essen. Nee, hatte ich keine Lust. Ja, das war's für dieses Video erstmal. Ich gebe euch dann noch ein Update, ob die ganze Sache gereicht hat, wenn ich wieder in Deutschland bin. Und dann hoffe ich, hat dir dieses Video gefallen. Du kannst natürlich übrigens die Tipps nicht nur anwenden, wenn du irgendwo hinfliegst, sondern überall im Alltag. Wenn du irgendwo hinkommst, wo du weißt, oh, mit Essen, erstens kann ich nichts mitnehmen, beziehungsweise kann nichts vorbereiten, Kühlschrank, Mikrowelle oder sowas nicht vorhanden. Ich muss kreativ werden, dann einfach mal schauen, was sind die Möglichkeiten. Und Äpfel, Nüsse, ja, sowas kann man immer in der Tasche haben, mitnehmen, ist gesund, ist nicht so teuer. Nüsse geht so, ne, aber ist schon okay für die Qualität, was man da kriegt an an Nährstoffen. Ja. Also, seid kreativ beim Geldsparen, wenn euch so ein bisschen die Hände gebunden sind. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Gib gerne einen Daumen hoch. Schau gerne noch auf sparenmitkopf.de vorbei. Da kriegst du ja meine kostenlose 4-Schritte-Sparformel, damit du das Geld, was du denn clever sparst, hier auch so sparen kannst, dass es dir Sicherheit gibt und ein kleines Polster, falls mal eine Anschaffung ansteht. Das war's jetzt auf jeden Fall für dieses Video. Schreib gerne noch einen Kommi. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, dein Chris von Sparen mit Kopf.